Hallo Leute, grüß dich YouTube und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. So, in der letzten Folge haben wir ein bisschen hier an den Tempel von Al-Shaddim mitten in der Wüste angefangen, alte Artefakte zu sammeln. Artefakte sammeln ist natürlich sonderlich spannend und der Höhepunkt von Gothic 3. Da wussten sie richtig, wie sie die Leute bei Stange halten können. Was ich deswegen gemacht habe offline ist, ich habe wirklich den ganzen Rest gesammelt und die Steintafel der Priester sollte jetzt das allerletzte von den... Gucken wir mal kurz. Und Knuddelfluff, einen wunderschönen knuddelfluffigen Donnerstagabend wünsche ich dir. Schön, dass du jetzt so kurz vorm Wochenende bei uns reinschneist. Wie geht's dir, Knuddelfluff? So, die Figuren der Krieger habe ich 7, 5 Krüge der Heiler und was habe ich hier sonst noch? Schriftrollen der Gelehrten, da gab es 3, hoffentlich war das richtig. 10 Uhren der Totenwächter und hier Steintafel der Priester, das sollte also das letzte Artefakt sein. Ich hoffe, dass es das jetzt wirklich war. Mal gucken. Da! Erkunde die Ruinenfelder von Al-Shaddim für die 7 Steintafeln der Priester. Ich habe es am Ende mit einer Karte gemacht, weil mal ganz ehrlich, das war jetzt nicht der Höhepunkt von den Gothic 3 Quests. Jetzt können wir endlich mit den Leuten hier mal reden. Ich habe mich auf einen langen Weg gemacht und habe herausgefunden, dass der Turm kein Turm war. Es waren die 3 Wissenschaftler aus dem Hammerklan. Ah, das glaube ich jetzt nicht. Ernsthaft? Ernsthaft? Das ist doch Wahnsinn, Relan-N. Oh, schade, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir sogar gehofft, dass das hat Shinlo am Ende recht gehabt. Das war gar nicht Sadas Turm. So, aber du. Guck mal hier. Dir geht's prima und mir, ja, ich bin leider leicht erkältet. Leicht erschöpft auch, aber guter Dinge. Ah, guck mal, hier haben wir den ersten Wutras. Das ist ein Eigenname. Der sieht aber genauso aus wie der andere. Ah, nee, Quatsch, gar nicht. Dem fällt der Helm. Guck mal. Ja, dann gucken wir doch mal, was er zu sagen hat. Der Wutras ist bestimmt... Die Orks wühlen in den Geheimnissen des alten Innersvolkes. Ja, ohne Einleitung, direkt weiter hier. Es wird Tod bringen. Bloß nicht vorstellen. Was hast du... Was? Das geht hier wirklich los, ohne dass du uns erstmal vorstellst. Wie geht das denn? Knuddelfluff sagt schon, Nomaden, du hast was dagegen. Bis auf Seiten der Orks, da wirst du hier Verbündete finden, ganz schnell. Bis auf einen, wir haben ja einen festen Paladin, du. Ja, ich habe sogar den Screenshot, könnte ich dir schicken. Ja, lad den doch mal hoch bei pickload.org oder sowas. Inspiration für die Quest-Paket-Quests. Du meinst die Sammelquests hier. Kann das schon sein. Guck mal, sag schon. So, zurück zu Wutras, der sich ohne Einladung hier direkt labert. Was hast du vor? Satoras sagte, dass du kommst. Hä? Er sagte, wir sollen dich unterstützen. Das habe ich vor. Ich unterstütze dich mit allem, was ich weiß. Naja, wenigstens direkt auf den Punkt. Wir müssen die Orks aufhalten. Okay. Da, ja, wenn der sagt, Satoras... Oh, guck mal, eine Steintafel. Das kenne ich schon. Ah, ja, ich kenne das schon mitten in der Wüste. Das kann doch nicht sein. Haben die sich hier verdoppelt. Satoras, na, ich nehme an, dass das Sittenbewahrer, so gut. Du hast dir viel Zeit gelassen. Warum kommst du erst jetzt? Ich. Keine Ausflüchte. Wir haben Großes vor. Und die Stimme hat sich auch geändert, ne? Zu verschwenden. Ich werde dich in alles einweihen, so gut ich kann. Naja, zum einen freut er sich wenigstens, dass ich da bin, anders als Wutras, aber auf der anderen Seite... Schon wieder andere Stimmung. Wie seid ihr von der... Ja, endlich kann ich das mal fragen! Endlich kann ich das... Ich glaube, Wutras konnte ich nicht sagen, wie bist du hier hingekommen. Genauso wenig in Xardas, glaube ich. Wie seid ihr von der Insel weggekommen? Die Fokussteine haben uns einen letzten Dienst erwiesen. Wir benutzten sie für ein Teleportationsritual. Aha. Leider mussten wir sie dafür zurücklassen. Wir haben die Steine nicht mehr. Aber unsere mächtigste Waffe ist unser Wissen. Und das ist nicht verloren. Da hat Shinlu hier jemanden gefunden, den er sofort korrekt findet. Ein Assassinen-Anhänger, also Knuddelfluff. So, so. So sieht das also aus, ja. Und die größte... war, dass ich diesen Turm noch nicht mal gesehen habe von dem Moor. Ich habe das Quest-Pack hier und deswegen konnte ich ihn nicht sehen. Ach, nee, du hast die Content-Mod, deswegen hast du diese Weitsicht nicht. Daran liegt das. Siehst du mal. Das heißt, du musst es einfach blind in die Richtung laufen. Du hast beides. Warte, was haben wir hier? Stimmt, Gunnar Menlos. Richtig. Da war ich fiebrig. Das habe ich ganz vergessen. Der war ja mit mir auf der Esmeralda. Absolut richtig. Was ist mit den Orks? Was muss ich wissen? Der mit seinen Teleportationssteinchen. Was ist mit den Orks? Was soll mit ihnen sein? Sie sind bestimmt nicht wegen der Sonne hier. Sie wollen sich das göttliche Artefakt aus dem Tempel holen. Und das können und werden wir nicht zulassen. Also greifen wir sie an. Freiwillig werden sie nicht weggehen. Also wende dich an Wutras. Er wird wissen, was zu tun ist. Okay.
Da ist der Saturas mal richtig harten Methoden nahe. Guck mal, da kommt das direkt mit den beiden, wie sie sich wieder zoffen. Shinludi bei Paladin. Besser als Nomaden und Wassermagier. Ach wie? Paladine sind bei dir besser als Nomaden und Wassermagier? Was muss ich wissen? Okay, ich will den Weg der Natur... Was lehrt der einen eigentlich, wenn man den Weg der Natur und des Wissens beschreitet? Sind das verschiedene Schulen der Magie eigentlich? Fragen wir ihn erstmal, was wir sonst so wissen sollen über den Tempel wahrscheinlich. Ich wissen. Wir sind hier in Al-Shedim, einer Tempelstadt des alten Volkes. Eine Ruinenstadt wahrscheinlich eher, ne? Folge wurde hier der Schutz des Körpers aufbewahrt. Klingt wie eine Rüstung. Eine Rüstung, eine Robe, ein Gewand. Irgendetwas dieser Art wird es sein. Eins ist sicher, es ist eines der 5 Artefakte, die notwendig sind, um... Um was? Ja, um was wir denn? Wir sprechen später davon. Erst findest du diese Rüstung. Das ist aber klar, finde die Robe. Wo ist das Artefakt? Dass wir da so herumreden müssen. Gewähre mir Ausdauer. Hauptsache, das ist wie so ein Schrein der Saturas. Wo ist das Artefakt? Im Tempel? Natürlich. Und habt ihr den Tempel schon geöffnet? Wir haben herausgefunden, dass du 5 Schlüssel brauchst, um den Tempel zu öffnen? Richtig. Einen der Schlüssel habe ich bereits besorgt. Boah, wie spannend. Wer hätte das gedacht? Die haben hoffentlich das letzte Jahrtausend unbeschadet. Geil. Dann werde ich sie mal suchen. Irgendwelche Hinweise? Ich habe auf dieser Karte einige Stellen markiert. Es sind Berechnungen anhand des Fundorts des ersten Schlüssels. In 1000 Jahren kann viel passieren. Oder flüstert er auf einmal? Ich erwarte nicht zu viel davon. Wieder ganz bedächtig. Ich hasse die nervigen Nomaden. Sie sind sehr grässlich. Weil sie sind aber immer noch schlechter als Wald. Ha! Das läuft also bei dir wahrscheinlich dann. Nomaden, Wassermagier. Was dann? Paladine, Waldläufer, Rebellen, Orks und dann Assassinen. Kommt das? Oh nee. Nordmarer, wo kommen denn die Nordmarer bei dir an, Knuddelfluff? Zu helfen muss man wie die ganze Drecksarbeit machen, ne? Ja, so sieht's aus. Vor allem aber wenigstens hätte er uns eine Karte gegeben, da ist man ja schon halb dankbar. Aber richtig, ich glaube, Nomaden haben die auch nicht so hundertprozentig ausgebaut in dem Spiel. Da ging ein bisschen die Zeit aus, glaube ich. Wo hast du den Schlüssel gefunden? Ganz in der Nähe, in einer steinernen Truhe. Wir befinden uns hier im Viertel der Priester. Wie unschwer an der Architektur zu erkennen ist. Hä? Die Inschriften und Artefakte, die wir fanden. Sind wir auf einmal hier großer Zampadu der Architektur oder woher wissen wir das? Gibst du mir den Schlüssel? Besser ich noch fragen muss. Ernsthaft? Den anderen gefunden hast. Aha, hier. Ich habe die 4 anderen Schlüssel. Was jetzt? Wir werden hier jetzt, draußen Alter. Die Stellung Gib's halten, jetzt? Während du den Tempel öffnest. Und zieh nicht mehr Aufmerksamkeit auf dich als notwendig. Geh rein. Hole das Artefakt und sieh zu, dass du wieder rauskommst. In einem Stück. Ich will aufpassen, Alter. Jawohl, guck mal. Finde den Tempelschiff von Al-Shedim, finde die... Guck mal, da kriegen wir nochmal richtig Erfahrung. 5000 Erfahrung? Na, da können wir wenigstens mal wieder Lernpunkte einsetzen. Ach, guck mal, ansonsten hat der gar nichts mehr für uns. Das ist doch mal super. Das heißt, wir müssen jetzt... Warte mal, hier gab es doch noch jemand anderes, oder? Das haben wir noch nicht gesehen. Noch jemand anderes, den der Knuddelfluff bestimmt nicht mag. Ah, da hinten gibt es noch einen Wassermagier. Jemanden in Blau. Guck mal, eine Steintafel. Nochmal sind nach Söldnern und dem neuen Lager. Aha, immerhin. Höher angesiedelt als die anderen dann. Ah, Myx hier gefunden. Aber auch wieder andere Haare, oder nicht? Sind wir mal gespannt, wie seine Stimme jetzt lautet. Vorsicht, lautet. Nichts anfassen. Schon gut, ich pass auf. Ich habe Stunden damit verbracht. Ich glaube nicht, dass er seine Stimme ist, oder? Du glaubst gar nicht, wie viele alte Steintafeln und Artefakte wir finden und wie aufwendig es ist, alles zu sortieren. Aber jetzt habe ich den Durchblick. Wegen dieser alten Artefakte. Ja, da können wir ihn jetzt wohl nicht eins nach dem anderen abgeben. Aber ebenfalls, der direkt am Loslegen. Nicht Myx hier, alter Kumpel. Wofür war der Myx hier nochmal zuständig? War das damals der Händler? Oder was hat der Myx hier nochmal in Jarkin da die ganze Zeit gemacht? Nordmarer sind an der Spitze. Für mich auch Shinlo, auf jeden Fall. Ich habe jetzt die Paladin-Rüstung. Was ich nicht kapiere, ist, dass ich keinen Schaden mehr von giftfliegen Wölfen und Goblins bekomme. Wie? Das könnt ihr, ich meine, gut. Dass du gar keinen mehr bekommst, nicht mal einen Schaden, das ist schon merkwürdig. Aber ich meine, die Rüstungswerte sollten das schon regeln eigentlich. Jean Reno, der Myx hier. Wegen dieser alten Artefakte. Geh mal den Spaß mal ab. Das meiste ist unnützer Tant. Tant, ja. Rezepte und Liebesbriefe, sowas halt. Jetzt? Hier,
Oh, Schenkel, oh, Schenkel in vollem Saft. Ein Liebesbrief? Oh, Schenkel, oh, Schenkel in vollem Saft. Oh. Alt, aber kein nützliches Wissen. Erzähl mir vom nützlichen alten Wissen. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich bei dem die ganzen Sachen abgeben kann. Werde ich jetzt verrückt? Bei wem soll ich das denn alles abliefern? Habe ich das für nix gesammelt? Erzähl mir vom nützlichen alten Wissen. Das alte Wissen ist der Schlüssel zur alten Magie. Lass sein, brauche ich doch nicht. Wirst du nicht in der Lage sein, die alten Sprüche zu lernen. Schrifttafeln, Artefakte, wahrscheinlich will er es jetzt doch haben. Kann nützliches Wissen. Sind die im Kreis gelaufen und haben durch die Gegend geschickt. Diese Tafel kann ich dir geben. Ui, zwei Steintafeln, immerhin. Gürtelfluff, das ist ziemlich treffend. Kannst du mir etwas beibringen? Ja, es ist... Wenn du willst, bringe ich dir bei. Guck mal, das zeig mir dann. Ist auch ein Händler, dann guck mal. Wow, 500 Gold, Wasserrobe. Die hat immer so gar keine Werte, mal ganz ehrlich. Selbst wenn ich Magier wäre, würde ich doch diese Robe nicht anziehen. Da würde ich dann lieber eine Jägerrüstung anbehalten. Wie seht ihr das? Würdet ihr die Robe anziehen? Bring ihn um, auch für die Erfahrung. Ha, da spricht der Assassine. Der wird uns jetzt die ganze Zeit, ich sehe schon, der Knurrfluff, der wird uns die ganze Zeit versuchen, böse zuzusprechen. Du meinst ernsthaft, Chindu, ich habe die nur für die XP gesammelt? Das kann doch nicht sein, die muss ich doch irgendjemanden abgeben können, oder? Ich bekomme Zero Damage. Ja, ganz Zero Damage, das überrascht mich. Wir müssen die Aber Orks Glückwunsch. Aufhalten. Gut. Dann soll es einfach werden. Männer hinter dem Lager der Orks in Stellung gebracht. Finde sie und sage ihnen, was wir vorhaben. Ich selbst werde mit meinen Männern von hier losschlagen. Aber du musst uns ein Zeichen geben. Ja, ein Zeichen? Einen Kuckuck machen? Was für ein Zeichen? Am besten, du greifst den Obersten der Orks an. Lol, oder so. Wenn sie abgelenkt sind, schlagen wir zu. Ah, wie geil. Fast schon, Kollege. So, jetzt muss es die anderen suchen und dem Bescheid sagen. Du musst doch stylisch aussehen als Magier. Wo trägt man die Kleidung sonst? Naja. Warte mal. In Gothic 2 waren die Schutzwerte von den Magierroben gar nicht mal so schlecht. Ich meine, ne? Schauen wir für, wer ist? Für die SR dienstags? Jetzt wieder schauen für die, hä? Wofür steht SR? Verdammt. Ich fühle mich auf einmal, ich fühle mich auf einmal so, unwissend. So, mal gucken. Wo waren die nochmal? Aber seht ihr mal, wie weitläufig diese ganzen Ruinen hier waren. Ich glaube, die standen alle auf dieser Seite hier hinten rum. Ah, Song Request Dienstag. Sehr gut, mein Gott. Das Kleid ist, damit die beim ersten Monster nicht in die Hose pissen. Hä? Damit sie wenigstens was haben, um sich gut zu verstecken. Abkürzung WSR lernen. Werde ich machen. So, ich glaube, jetzt müsste er irgendwo hier durch sein, ne? Waren die echt so weit? Mein Gott, waren die echt so weit verstreut? Kann doch nicht sein. Aber Knuddelfluff, wenn du so ein Assassinen-Liebhaber bist, ist nicht Affärten gemeint, sondern ich meine, wenn die dir so liegen. Wie häufig hast du denn, wann hast du denn Gothic 3 das letzte Mal durchgespielt? Und, ja, dann auch Questpaket, Content-Mod, bevorzugte Mods oder auch noch mit etwas anderem? Ah, da haben wir die ersten, glaube ich. Wo ist er? Irgendeiner von denen. Ah, Pakwan, genau. Wutras schickt mich. Wutras. Wir greifen die Orks an. Echt? Die Orks? Oh Mann, hast du gesehen, wie viele das sind? Hast ja. du Angst? Drei. Da habe ich Angst. Es geht hier immerhin um unsere Ärsche. Alles wird gut. Toll, jetzt geht's mir schon viel besser. Kommst du jetzt mit, oder was? Ach, scheiße, was soll's. Klar kämpfe ich mit. Für Adanos, auf in den Tod. Kua, Knuddelfluff wird sich ja richtig, über den Elan von diesem Pakwan freuen, glaube ich. Da kommt ein Wolf reingeschneit. Rotwolven, schön, dass du vorbeischaust. Wie geht's dir denn? Mal gucken, ob wir jetzt den nächsten noch finden. Da gab es noch einen. Ich glaube, der war auch recht am Anfang. Meine Güte, wie groß diese, wie weitläufig die Ruinenfelder waren. Da guck mal, genau, die waren recht in der Nähe. Eigentlich nur Content-Mod und Questplay und das ganze Zeug, was mehr oder weniger zugehört. Also so ziemlich ähnlich, wie ich es dann spiele. Ich muss sagen, mir macht's aber dennoch Spaß, wobei es sich langsam ein bisschen zieht bei diesen Quests hier, muss ich zugeben. Keine Zeit mehr haben zu bereuen, dass sie hergekommen sind. Wie ein Sandsturm werden wir über sie kommen. Ja, ja.
Hauptsache, ihr kommt mit. Wir sind bereit. Guck mal, jetzt haben wir sogar Ruf dafür bekommen. Den Unsinn. Naja, wenigstens ist der mehr engagiert als der andere Kollege. Warte mal, war das unser bestes Schild? Scheinbar. Speichern wir jetzt mal, bevor es hier losgeht. Wie das letzte Mal, frage er nicht. Gut, lassen wir dann direkt sein. Das ist nur... Wer? Nur eins? So. Dann komm, Rotwolven. Dann hauen wir jetzt mal ein paar Orks um hier. Ich weiß gar nicht, Shinlu, was sagst du denn dazu? Aber man muss ja die Orks ja gar nicht umhauen eigentlich, ne? Man könnte die eigentlich auch im Leben lassen. Das ist ja optional. Um in den Tempel zu kommen, müssen wir das ja gar nicht machen. Wir könnten ja auch so reinlaufen, oder nicht? Aber jetzt haben wir angefangen, jetzt können wir auch mal zu Ende machen. Der Tamkosch war so ein Assi zu uns. Auch super Signal, ne? Hau den Anführer um! Was? Was? Du bist ein hässlicher, dickes Monster. Mach mal den hier, das ist, glaube ich, das ist ein Ort zu sagen. Ich glaube nicht, dass er sich da wirklich provoziert fühlt. Du bist ein schwacher Feigling. Ich habe ein dickes Fell, Mora. Ha! Du bist selber ein stinkender Mora, Udan. Dein Stamm ist ehrenlos. Da geht er sofort auf uns los, glaube ich, oder nicht? Könnte auch die Nomaden umhauen. Könnte man machen. Aber so Chaos bin ich dann erst bei den Nächsten. Dein Stamm ist ehrlos. Du beleidigst meinen Stamm, Mora. Dafür stirbst du. Ich hab dich in... Oh, Scheiße, auf einmal sind die alle aggro auf mich, lol, was? Da bist du ja wieder. Das kann doch nicht sein. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch mal da. Das ist ja... Wo sind denn die Nomaden dann? Oh mein Gott, der Einzige, der mitkämpft, ist der Laris. Da. So, da. So, dadurch, dass die rot sind, sind die natürlich sofort tot, wenn ich die umhaue. Lol, da kommen sie langsam angerannt. So, jetzt auf den Tamkosch. Zack, zack. Naja, das war jetzt nicht der große Schlachtplan, nicht wahr? Jawohl, so, wo haben wir denn den nächsten? Auch nur ein Kundschafter. Nee, gar nicht, ein Aufseher. Ui, guck mal. Kaum sind sie. Kaum ist der Großteil von den Orks umgehauen, haben die Nomaden hier einen riesen Maul. Da brauchen wir die nächsten hier. Dann lassen wir die sich mal mit dem hier kloppen. Wir helfen dem Lester, oh mein Gott, Laris. Wovon rede ich? Dem Lester mal endlich. Jawohl! Was? Was zur Hölle? Wutras! Ich hab dir geholfen! Schlimmer! Entspannen! Hi Hatzel übrigens! Grüß dich! Jetzt haben wir es geschafft! Stech die Nomaden beim Kampf ab! Du hast einen Plan? Ernsthaft? Ja, immer! So, und guck mal, der lässt da wieder richtig klasse! Ey! Lass mal los hier! Oh Mann, ey! Ich bin mir nicht sicher, was passiert! So, da muss dann also... doch jetzt mal der Wutras dran glauben. Ey, verdammt. Ja, wie sich der Laris da freut. Da stachelt uns an, der alte Laris. Kriegstreiber ist das. Von wegen entspannter. Jawohl, guck mal, da klatschen die auch noch. Da rennen sie zurück. Ey, entspannen. So, können wir den Wutras wenigstens looten. Haben wir scheinbar schon nichts zu holen. Soll er mal abhauen? Bring ihn um. Ha! Und die Sklaven machen immer noch weiter, obwohl sie jetzt eigentlich gar nicht mehr müssten. Mein Gott, die sind schon so daran gewöhnt. Da ist nichts zu holen. Achso, nee, ich kann nicht, der Wutras, der sich gerade entspannt. Na, nicht, dass der Onatas auch noch anfängt, solche Allüren zu haben, von wegen mich anzugreifen. Ja, das hat ja super geklappt. Oh. Jetzt sagt er auch nicht mehr. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Da gibt es zwar Stärke, von dem ansonsten auch nichts. Ja, dann mach mal weiter, Wutras, ne? Auch alles schick, bin halt am Stream und morgen Abend streame ich dann Tomb Raider. Wunderbar, das heißt, morgen Abend, Leute, könnt ihr bei der Hatzel nochmal vorbeischauen. Da haben die Nomaden die aber weit in die Wüste verfolgt, ne? Wenn du es bei Grumpel konntest, mach es auch bei ihm. Ich glaube, da müssten wir ihn aber rauslocken. Komm mit. Für was denn? Verfolgt er uns dann einfach? Ja, merkwürdig.
Komischerweise sind hier immer noch irgendwelche Schwerter mitten in der Wüste. So! Ich meine, Shin, du willst jetzt ernsthaft, dass ich den Wutras umhaue? Dann locke ich ihn für dich natürlich raus. Wobei der jetzt nicht so, so schlimm war. Ist dann mein Buddy. Jetzt haben wir den... Echt? Ich nehme mal an, dass er nicht sterben kann. Ich werde mal speichern. Für den Fall, dass er doch stirbt. Ist dann dein Buddy. Na komm, nehmen wir den Lester doch mal mit. So, komm mal mit, du. Komm mit. Auf geht's. Ja, tschüss. Hör mal, der hat aber auch schon wieder eine neue Kopfform, ne? Kann das sein? Jedes Mal, ne? Der arme Psioniker. So, dann wollen wir da mal den Bogen ziehen. Ich bin mal gespannt, was der Lester jetzt so drauf hat. Normalerweise... Nee, der Lester war ja noch nie unser Begleiter, oder? In Gothic 1 hat er uns nur den Sumpf gezeigt, aber... Nee, nicht den Sumpf. Ja, doch, das Sumpflager, aber ansonsten... Außerhalb hat er nicht mit uns gekämpft, ne? Los geht das! Zieh die Waffe! Ja, sehr gut! Block ihn! Bin mal gespannt. Du kannst auch mal die Aggro auf dich ziehen. Ja, sehr schön! Er scheint ihn aber nicht so nicht zu treffen, ne? Ach, verdammt nochmal. So, ich glaube, ich werde mal lieber mit dem Schwert mitmachen. Ehe mir der Lester hier noch umkippt. Oh, 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 da ist es schon zu spät. Lester liegt im Sand. Ja, kann mich ganz vergiften, wie du willst. Verdammt, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich will meine Stellung nicht für Sonderwünsche missbrauchen. Spiele eher dein... Hä? Ah! Guck mal, richtig geschillt vom Shinlu gesagt. Das ist doch mal super. In Gothic hat er doch immer nur Kopfschmerzen gehabt. Dass Salas Hilfe braucht. So, in Gothic 2 auf jeden Fall. In Gothic 1 hat er eigentlich... In Gothic 1 hatte Lester eigentlich gar nicht so eine große Rolle, ne? Ja, bis darauf, dass er einem das Sumpflager gezeigt hat. Wieso treffe ich den eigentlich nicht? Den Tempelwächter. Ist das Schwert wahrscheinlich doch so kurz, ne? Jawoll! Easy! Na, guck mal! Kaum Schaden genommen, der Lester. Nicht schlecht. Sollte das ja ein Klacks werden hier drin. Ja. Wett. Oh, klasse. Da zieht drin schon irgendwas, drin zieht schon irgendwas die Schwerter. So. Mal schön speichern. Tempeltür. Ja, dann mal die, ne, 5 Schlüssel da rein tun. Tür untersuchen. Sieht aus, als wenn kurz, ich hallo, muss früh aufstehen. Ein Mann! Öffne den Tempel von Al-Shidim. Wenigstens können wir es jetzt wenigstens schön untersuchen. Hainan! Schade, dass du nur kurz dabei bist. Du musst aber früh aufstehen. Naja, heute ist aber auch nur eh kurzes Programm. Freut mich trotzdem, dass du kurz vorbeigeschaut hast. Dann musst du morgen für was Spezielles aufstehen oder regulär für die Maloche halt? Stiftung Warentest Sumpfkraut probiert. Hat er dann sein Gütesiegel drauf gemacht. Lester geprüft. Na siehst du, geht doch. Jawoll! LOL! Da geht's los! Oh Mann, ist das hier sandig, Alter. Ah, dann gehen wir auch erstmal lieber auf den hier. Wenn der Lester schon die Aggro hat. Hat der Lester etwa gerade jemanden umgehauen? Könnte das sein, dass Lester zufällig der nützlichste Begleiter in Gothic 3 ist? Da braucht immer noch ein bisschen Hilfe. Go, go, Lester, Angriff! Geh mit Lester jagen! Das ist so wie so eine alte Mattel-Werbung, kennt ihr das noch? Du kannst es scratchen! Spiel damit im Garten! Geh mit Lester den Tempel von Al-Shidim befreien! Na? Er versuchte mich zu pieken. Oh, scheiße, ich hab das sogar hingekriegt. Da, ah, yeah, Kopf ab. Hast du mal freie Gedanken? So, schön, während der hier versucht, mit dem Bogen rumzuspielen. Hat er versaut. So, jetzt ein bisschen Ausdauer tanken. Lester nicht über A. Lester hier. Wird dich hier Lester? Das ist ein Held, der Lester. Ich nehme mal an, dass der Lester nicht sterben kann, oder? Doch, der. Ich meine, ansonsten wäre das ja ein bisschen übertrieben. Oder hört er eventuell auf, einem zu folgen, wenn man zu weit von Al-Shidim wegläuft? Ja, danke! Danke für den Lob! Guck mal!
Der hat zwar einen Pfeil im Arm, der alte Psioniker, aber den geht's trotzdem noch gut. Der hat eine wichtige Position im Kartell. In seinem Drogenkartell, ne? In dem Weed-Kartell, Alter. Deswegen läuft der mit. Der muss hier seine Konkurrenz aus dem Weg räumen. Also Lester kann sterben, ne? Haben die anderen Leute an irgendeinen Dialog? Oh, ein Moment. Oh yeah. Lester, Diego Lee, Gorn, Milton, wir können durch. Ja, hier schon, ne? Was hat er gemacht, NN? Mit nach Nordmar genommen, den Lester. Da ist er doch am Frieren in den kurzen Hosen. Guck mal, in dem Rock. Kannst du doch nicht machen mit dem armen Lester. So. Danke. Danke für die, wie das Skelett hier hängt. Klasse. Ich war alles raus, was keine Miete zahlt. Genauso sieht's aus. Jetzt gehen wir den Tempel erkunden. Ja! Na? Ja? Kommt was nächstes, Lester. Halt dich bereit. Der Kampf geht los. Wir greifen an. Ist der Lester eiskalt und sagt, du machst das schon. Ja, danke. Wenigstens gibt's Lob vom Lester. Wieder so richtig dunkel. Klasse, die Farbgebung. Oh, guck mal. Der legt los. Untoter Hoher. Oh, scheiße. Das waren natürlich meine klassischen Kämpfer. Feinde. Lol, nein, Lester. Ganz wie du willst. Oh, shit. Wieder die Ultramumien ausgepackt. Nicht, dass wir hier Lester aus Versehen noch erwischen. So. Los, Lester, schnapp ihn dir. Jawohl, hau ihn auf den modrigen Schädel. Milton ist der Beste. So, jetzt draufknallen. Jawohl. Hey, immer mit Lester ist das aber wirklich viel besser, ne? Ah, und da geht's dann sogar richtig weiter. So ein bisschen was essen. Lester, mach das! Woher haben wir denn bitte die Krankheit gezogen? War das von... Ah, von der Mumie! War nicht mal schlecht eigentlich. Der hatte den schon zur Hälfte down. Ah, dann kann man mitnehmen. Guck mal, man lernt nie aus. Super Gonna Man Loss. Ein bisschen dunkel gerade geworden. Ich werde mal den Untoten Magi. Ah, das ist ja gar nicht der hier mit den Feuerbällen rumwirft. Ah, guck mal, der Lester ist richtig. Der ist richtig klug. Verdammt, ein bisschen zu dunkel gerade. Ich will nur diesen untoten Priester hier. Den untoten Priester hier. Nicht stehen lassen. Bevor ich mir eine Fackel ziehe. So, mal gucken, dass hier unten ein bisschen mehr Licht eventuell ist. Nee, immer noch nicht. Dann zünden wir uns eine Fackel an. Da, so viel Zeit muss noch sein, nicht? So. Eieiei. Da ist er dann. Ich weiß nicht, ob der Lester gleich noch mitgehen will. Nachdem wir ihn hier so locker zu... Milton Potter und der Feuerkelch. Milton, du bist ein Zauberer. Was? Ein Zauberer? Ja, hier ist eine Eule. Ich hasse die Viecher. Ah, jawohl, der Tempel ist befreit. Klasse gemacht, Lester. Mit dir ging das super schnell. In Windeseile. Können wir jetzt reden? Warte hier. Lauf zurück. Ja. Dann nehmen wir das mal mit. Ja, natürlich. Ich mag ja das Geniale an Magiern ist natürlich, dass das Fernkämpfer sind. Einen richtigen Fernkämpfer? Ich weiß nicht. Endlich. Ah. Du hast es gefunden. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Die Robe erhalten. Wo ist das denn? Sollen wir das mal anziehen? Wie ist das denn hier? Adanos Robe. Benötigtes altes Wissen 300. Wett? Für Magier. Ist die da eigentlich Bonustalent Wassermagier? Ich weiß nicht, ich habe nie Magier gespielt in Gothic 3, Leute. Ist das eine gute Robe oder nicht? Ich nehme auch niemanden mit. Die stehen immer im Weg rum. Prinzipiell, ne? Der Einzige, den ich immer noch gerne mitgenommen hätte, wäre Cyrus. Den wollte ich eigentlich bis zum Ende des Spiels mitnehmen. Aber leider ist der mir verreckt. Was haben wir hier sonst noch zum Looten, Lester? Kann doch nicht sein. Die Tür müsste doch irgendwie aufgehen, oder nicht? Klopp mal gegen. Ne? Was ist denn Unsinn? Wisst ihr, in Gothic 2 hatte man so viele Jäger.
als Begleiter. Das war immer sehr entspannt, die mit ihren Bögen. Aber hier keinen einzigen... Welche Begleiter hatten wir hier denn, die Bögen dabei hatten? Aber Hainan und Shindu haben schon recht. Ich denke, Milton ist schon entspannter Begleiter dank seiner Magie. Vor allem bei Adanos Zaubern ist die gut. Ich muss das Passwort sagen, dann geht die Tür auf. Wie ist denn das Passwort? Al-Shidim. Oder... Oh! Ja, guck mal, war eine Waffentruhe. Barbaren-Streitaxt. Wo ist Talent Irktöter? Klingenschaden 125, schön. Aber Reichweite 91? 91 für eine Zweihandwaffe? Ach, Diego. Ja, Diego Garcia ist der Größte. Wild. Diego Garcia. Wer ist denn Garcia? Stimmt, Diego wäre natürlich jemand mit einem Bogen, klassisch. Aber können wir Diego in Gothic 3 als, können wir Diego in Gothic 3 als Begleiter mitnehmen? Ernsthaft? Ach ja, wir konnten ja mit dem Jagen gehen. Snapper jagen, nicht wahr? Oder sowas, ne? 1, 2, 3, Passwort. Ist, viermal die Null wahrscheinlich. Die konnten sich auch nicht sparen. Wo ist der beschönste Streamer im ganzen Land? Tempeltür. Können wir hier wieder zumachen? Können wir den Lester einsperren? Ich kann hier nichts machen. Oh, schade. Ganz genau, dunkles Leder, so hieß die Quest. Naja, morgen ist Hatzel natürlich die schönste Streamerin im ganzen Land, nachdem sie beim Friseur war. Hast du jetzt aber lange vor, ne, Hatzel? Ich war immer noch nicht beim Friseur. Ich meine, als ob ich hier groß anfangen will, darüber zu reden, ne? So, mal gucken, ob der Wutras irgendwas hat. Ansonsten gehen wir zum Saturas. Ernsthaft, da müssten die echt warten, dass wir mal vorbeikommen. Ha, der sagt nichts mehr. Bis wir mal vorbeikommen, damit die anfangen, hier die restlichen Orks umzuhauen. Gute Nacht, die ebenfalls, Hainan. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Und dann morgen viel Glück auf der Arbeit. Hoffe, dass es dann doch entspannt oder wenigstens nicht so stressig wird. Sondern nur, sagen wir, typische Pflicht. Ansonsten, ich wünsche dir viel Stärke. Komm gut ins Wochenende. Und hoffentlich bis Sonntag. Mach's gut, Hainan. Bis dann. So. Ist natürlich schon wieder alles richtig voll mit Sand hier in der Wüste, ne? Können die Wassermagier nicht mal was lösen? Aber ich finde, eigentlich sind diese Sandstürme ein richtig schöner Effekt. Ich glaube, hier ging es lang, oder nicht? Ja, offensichtlich nicht. Ha! Wenigstens können wir hier ein bisschen rennen. Na, wo war das denn? Wo wäre das denn gewesen? War hier ganz außerhalb, ne? Ich meine... War das wirklich hier einmal rum? Ah ja, hier war dieser merkwürdige Beschwörungskreis. Spielst du gerade Olympia? Ha! Ich weiß nicht, wie das Lied ging. Aber da können wir hier das Feuer entzünden. Ja! Die Spiele sind eröffnet! Ja! So. Ist tatsächlich im Feuer drin. Max, du musst den Trank nehmen gegen die Ausdauerschwäche. Ich spiele damit jetzt. Das ist mein Handicap. Morgen sind die Haare ab. Doch nicht alle auf einmal. Du machst Kahlschlag. Deswegen betrinkt er sich ja, dann kann man besser laufen. Nicht? Da rennt er. Ich habe das Artefakt gefunden. Du hast es mal wieder geschafft. Wie? Dann bring jetzt das Artefakt in Sicherheit. Und was habt ihr jetzt vor? Was wohl? Dein Ausflug in den Tempel hat mehr Unheil angerichtet. Als Klassiker. Ich befürchtet habe. Irgendjemand wieder nur am Meckern. Muss sich darum kümmern, dass hier aufgeräumt wird. Und das werde ich wohl sein. Och Gott, da wird er auf einmal so nachdenklich. Ohne Spaß, für wen habe ich jetzt eigentlich diesen ganzen Mist gesammelt hier, Shinlu? Den kann ich nicht abgeben? Sprechen wir über die göttlichen Artefakte. Gut, was willst du wissen? Was genau kann ich mit ihnen machen? Das liegt alleine bei dir. Obwohl ich es erst nicht glauben wollte, erscheint es mir jetzt als offensichtlich. Du bist es, der die Entscheidung treffen wird. Der Entscheider. Zwischen Belia und Enos. Das hat Xardas auch gesagt. Ja, ja. Wie entscheide ich mich für... sprach von einer dritten Möglichkeit. Xardas sprach von einer dritten Möglichkeit. Das kann ich mit dem ansprechen. So? Nun... Es gibt vieles, was dafür spricht, dass Xardas es ehrlich meint.
Andererseits lässt er sich nicht in die Karten gucken. Sprich mit ihm. Er wird dich schon nicht umbringen. Wenigstens hoffe ich das. Aha. Was glaubst du, hat Xardas vor? Was glaubst du, hat Xardas vor? Xardas trägt die Macht von zwei Göttern in sich. Das alleine ist Grund genug, ihm nicht zu trauen. Aber er hat mich auch schon des Öfteren überrascht. Ich glaube, du solltest deine Entscheidung treffen. Mach das, woran du glaubst. Und mach deine Entscheidung von niemand anderem abhängig. Wie gesagt, das ist immer ein korrekter Tipp. Aber wie meint ihr denn, von zwei Göttern trägt er die Macht in sich? Ich meine, klar, der trägt die Macht von Belia in sich, nachdem er da den untoten Drachen absorbiert hat. Hat er den Staubsauger gemacht. Ja. Adanos schließe ich jetzt mal aus. Wie hat er denn die Macht von Innos in sich? Als seiner Zeit als Feuermagier? Habe ich da was verpasst? Können wir das auf Wassermagier erweitern? Bringen Saturas um. Ha! Du fährst knallhart gegen die Wassermagier nach wie vor. Wie entscheide ich mich für eine Seite? Ha! Ich bin ein Diener Adanos. Das musst du alleine herausfinden. So, aber das Einzige, was ich für. Das war oberster Feuermagier. Ja, also. Wett jetzt. Also, ihr meint also, er war. Ja, prinzipiell klar, er war mal hoher Feuermagier. Das weiß ich auch noch. Deswegen hat er die ganze Magie. Aber, das heißt ja nicht unbedingt. Wieso trägt er denn dann automatisch die Macht von Innos in sich? Ich meine. Hat dann wirklich jeder Paladin und jeder Feuermagier in dem Sinne die Macht von Innos in sich? Weil ich hatte das so gesehen, weil er hatte ja Belias Macht trägt er in sich, weil er wirklich vom untoten Drachen die Energie entzogen hat. Vielleicht aus irgendeinem Artefakt? Hat er das Auge Innos vielleicht bei sich? Nee. Innos hat er ja den Rücken gekehrt. Diskutiert mal, Leute. Scheint. Ja, komm, mach mal. Unmöglich. Ach, schade, dass das nicht klappt. Hoffe, dann rede ich nochmal mit dem Myx hier. Wen hatte ich denn hier noch, wo ich den ganzen Ramsch abgeben könnte? Das sind nur die einzigen, die hier rumlaufen. Ey, kann doch nicht sein. Bring mir was über Alchemie bei. Nee. Was soll ich denn jetzt mit dem Mist? Was soll ich denn hier mit dem Ramsch? Mit dem Unfug? Habe ich das noch alles dabei? Ja, ich habe das noch. 7. Ja, mein Gott. Jetzt habe ich das ernsthaft für alles hier gesammelt, ohne dass ich das irgendwo abgeben kann. Das kann doch nicht sein. Wenn der Spoiler, ich glaube nicht, dass er ein Spoiler ist. Ja, dann ist das halt so, ne? Dass ich das jetzt nirgendwo abgeben kann. So, scheint so, als ob wir wenigstens das dritte Artefakt haben. Das heißt, wir haben jetzt schon 3 Artefakte. Nee, Quatsch, gar nicht. Wir sollten ja eigentlich 4 haben. Wir haben einen, den... Herrgott. Wir haben den Ring aus Gotha. Adanos Ring haben wir aus Gotha, glaube ich. Das Amulett haben wir, glaube ich, genau. Adanos Amulett aus Trelis. Hatten wir nicht in Benzala irgendwas gefunden? Ja, die Robe haben wir aus Al-Shedim. Ich dachte, wir hatten irgendwas in... Nee, Quatsch, gar nicht. Dann haben wir in Benzala gar nichts gefunden hier. Da gab es kein Artefakt, das war schon weg, ne? So war die Geschichte. Naja, wie dem auch sei, nächster Halt, Morazul. Da hinten in der Ferne geht's lang, geht's hin, hier den Weg entlang, damit wir nicht durch die Schlucht fallen. Ja, wenn wir kurz vor den Türen stehen, mache ich weiter mit der Aufnahme. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!